gehauen. An so einer Stelle hätte ich so gern so ein Steindomino wie vor dem letzten Update, wo einfach so 3, 4 Steine zerploppt werden. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Was haben wir hier? Ein Riss im Boden. Da könnte was drunter sein, ne? Du bleibst mal weg, Wäschblit. Da habe ich jetzt keine Zeit für dich, du Knilch. Da ist noch eine. Da liegt Ingwer. Ich gehe mal stark davon aus, dass es Ingwer ist. Ist das Ingwer? So, doppeltes Erz. Perfekt. Geh mal her, das Zeug. Schön. Ja, Ingwer. Nice. Nehmen wir mit. Gut, wir haben Ingwer. Wir haben 30 Silbererz plus das vom letzten Durchgang. Abfahrt. Nächste Ebene. Was bist du denn für einer? Ein Katzendieb oder was? Was macht der? Ah ja. Hör auf. Knechius. Zerklöppelt. Was hat er gedroppt? Fledermausflügel. Sah mir jetzt nicht aus wie eine Fledermaus, aber okay. Nee, es sah aus, wie als wäre das irgend so ein Katzendieb oder sowas. Passt ja zu Katzen. Ich will jetzt keine Katzenbesitzer verärgern. Habe ich, glaube ich, schon oft genug getan. So, Attacke. Tschüss. Oh Mann. Ich hau immer daneben. Wir haben 18:30, wir sind auf Ebene 29 und uns geht die Energie aus. Es läuft, es läuft, es läuft. Also. Okay. Bronzeerz, ja. Wollte gerade sagen, wenn das so weitergeht und die Energie noch weiter sinkt, nehmen wir vielleicht doch noch ein bisschen Sprengstoff in die Hand. Aber jetzt haben wir es wenigstens noch auf Ebene 30 geschafft. Ist auch gar nicht stressig gewesen. Sprengstoff, haben wir noch mehr bekommen. Sehr schön. Ja, perfekt. Vitamindrink. Ich habe sogar noch Essen dabei, ich Dulli. Stimmt. Aber wir haben es ja noch gepackt letztes Mal. So, wir gehen jetzt. Ist schon wieder spät geworden. Vielleicht können wir noch schnell ins Dörfle gucken von denen. Obwohl es 19 Uhr. Wir können jetzt nach Hause Inventar leer machen. In den Schmelzofen ein paar Silbererze reinballern auf jeden Fall. Das habe ich gesagt. Da muss ich mal dringend ein paar herstellen. Dann können wir auch irgendwann mal die Spitzhacke upgraden lassen. Die ist ja schon auf Bronze. Ne? Bronze-Spitzhacke, genau. Das könnten wir in Angriff nehmen. Wieso macht er schon wieder sein Spin to Win? Ich nehme mal 25 raus. Die Kohle muss ich jetzt auch mitnehmen dafür, ne? Genau, schön. Habe ich natürlich schon alles in die Kiste geschmissen. So, rein damit. X. Haben wir alles schon eingeräumt. Da haben wir nix. Satz mit X, da haben wir nix. Hier haben wir was gehabt. Hier auch natürlich. Monster etc. pp. Fledermausflügel und die Wasseressenz. Ingwer. Stopp, was hat denn der alles für? Extra Ausdauer für 2 Stunden. Eine würzige Pflanze. Die wird mal verkauft. Wir wissen, was das Zeug wert ist. So, weg damit. Oh, hier muss ja auch noch was. Oh, ich Dulli. Stopp. Gib mir mal meine 4 Preiselbeeren, bitte. Machen wir ein bisschen Preiselbeer saved. Sehr schön. Muss sein. Muss sein. Gut. Ja, jetzt können wir nicht mehr zum Schmied wahrscheinlich, um zu gucken, wie viel. Nee, bis 18 Uhr hat er offen. Wie viel die Silberspitzhacke kostet. Weil ich brauche, glaube ich, Holz und Erz. Erz alleine reicht nicht. Wir sind hier nicht in Stardew Valley. So, gute Nacht. Schauen wir mal. Level up. Nix, aber Kohle gemacht. Eine Preiselbeere ist 20 wert. Okay. Da kann man gut Geld damit machen, dafür, dass die mehrfach wachsen und durch die Sprinkler keine Arbeit entsteht. Ingwer 51 ist auch in Ordnung. Tier zum Mayo natürlich 150. Eine Mayo ist sehr stabil. Das Fleisch ist sogar 60 wert. Okay. Okay. Hätte jetzt persönlich nicht damit gerechnet, aber ist in Ordnung. Ja, wir haben gerade momentan keine Geldprobleme mehr. Mal gucken, wie lang noch. Wird wieder kommen. Sprössling, sieht so aus, als wärst du bereit dafür. Das ist eine Mayonnaise-Maschine. Gib einfach ein Ei in dieses Dingsbums und es macht Mayonnaise. Du hast gerade ein handwerkliches Produkt hergestellt. Handwerkliche Produkte werden mit handwerklichen Maschinen hergestellt und bringen einen guten Gewinn. Tolle Geräte für deine Farm, hörst du? Jeff Smith, Farmergilde, vielen Dank.
Starlet Town. Das Entdeckerfest findet am 15. Herbsttag um 19 Uhr am Alun-Alun-Platz statt. Der legendäre Farmer Jeff Smith ist Preisrichter bei dem Ernteausstellungswettbewerb. Bring deine besten Produkte aus jeder dieser 6 Kategorien mit, um teilnehmen zu können. Gemüse, Obst, Blumen, Produkte aus dem Hühnerstall, Produkte aus der Scheune, kunsthandwerkliche Produkte. Viel Glück, Bürgermeister Connor. Ja, cool. Das ist so ähnlich wie bei Stardew Valley. Ich weiß, ich muss oft Stardew Valley in den Mund nehmen, wenn ich das Spiel spiele, weil das hat Parallelen. Habe ich aber auch nichts dagegen. Ganz im Gegenteil, ich feiere das Spiel deswegen so, weil ich mag Spiele, die so sind wie Harvest Moon und Stardew Valley. Und deswegen liebe ich auch Coral Island. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ich habe mich wieder selbst verwirrt. Ich bin so professionell, ohne Witz. Glaubt kein Mensch. Ja, genau, da waren wir dran an dem Thema. Schönes Wetter und so. Ja, keine Ahnung. Ich habe echt vergessen, wo wir dran waren. Vor lauter Labern wieder vergessen, was ich labern wollte. Dieses Erntefest wird wahrscheinlich laufen wie in Stardew Valley. Du legst dein Zeug dahin und die bewerten das und dann kannst du was gewinnen. Die Sache ist, da stand, ich muss was aus 6 Kategorien mitbringen. Jetzt ist die Frage, muss ich aus jeder Kategorie was dabei haben oder sind es die Kategorien, für die man was dabei haben muss? Ich hoffe, das war verständlich. Weil in Stardew Valley war es egal, Hauptsache du hast deine neuen Gegenstände da reingeschmissen. Du hättest da auch neuen Fische reinwerfen können. Das wäre denen egal gewesen. Hauptsache Gegenstände. Das gilt es herauszufinden. Weil Produkte aus der Scheune und ja doch, Produkte aus dem Hühnerstall habe ich, aber Produkte aus der Scheune habe ich noch gar nicht. Deswegen könnte ich da, wenn es so wäre, dass man aus jeder Kategorie was mitbringen muss, könnte ich da dann gar nicht mitmachen. Weil ja, ich habe keine Scheune. Und ich habe gerade auch nicht vor, eine zu bauen. Weil nicht verwenden. Hier verwenden. Danke. Oh, falsche Taste. Perfekt. Klingeling, ihr kommt wieder raus. Ihr dürft wieder raus. So, Tor zu. Dann gehen wir heute ins Riesendorf. Und dann schauen wir mal, was wir mit der restlichen Zeit noch anstellen. Irgendwas werden wir schon finden. Jetzt habe ich natürlich, glaube ich, nichts mehr für hier rein, oder? Doch. Oh. Ah, jetzt will ich auch mal was gucken. Kann man hier jetzt auch mehr Sachen reinwerfen? Ah, ich steh's geil. Ja, prächtig. Das heißt, wir können unsere ganzen Preiselbeeren behalten, weil wir können das alles gleichzeitig in die Fässer schmeißen. Und ich bin gerade hart am Überlegen, ob ich noch Fässer baue, weil es macht mir megamäßig Spaß, so Zeug, genau wie Mario Maschinen auch. Ich habe auch das Material, ich könnte noch 2 bauen. Ja, gut, mach mal. Aber wo stellen wir das hin? Wo stelle ich die jetzt hin? Stehe ich die auf die Seite? Hier und hier muss ich das halt hier erstmal zukloppen. So, hier hin. Bäumchen haben wir ja gerade nicht. Ja komm, ist jetzt erstmal egal. Ich brauche da wahrscheinlich... Also stopp, ich muss eh noch was rausnehmen. So, Paprika. Gut. Attacke. Gucken wir mal, ob das funktioniert, dass ich das hier mische. Wahrscheinlich schon. Noch im Bearbeitung. Ah, nee, da geht's nicht. Okay, schade. Das heißt, das Zeug hier kann... Nee, das behalten wir mal. Es wird jetzt nicht verkauft. Da werden dann Preiselbeeren weiterverarbeitet. Das wird lustig. Ich sag's euch, ich habe schon Bock drauf. Vor allem, weil das Weiterverarbeiten uns halt auch mehr Kohle einbringt. So, jetzt gehen wir aber endlich ins Riesendorf. Sonst wird jetzt nichts mehr. Luft holen muss ich auch mal wieder. Hier nur am Labern, Mensch. Laber. Ich glaube, wir müssen hier lang. Bin mir aber nicht ganz zu 100% sicher. Aber doch, ich glaube, doch, oder? Doch, hier war ein Baumstamm. Da ist, glaube ich, das Dorf von denen. Was haben wir denn hier noch? Kann man hier buddeln? Ups, Entschuldigung. War mit Absicht. Ich glaube, wir sind richtig. Ja, hier habe ich mich schon mal gewundert, warum das Ding zu ist. Psst, Menschlein, hier. Oh. Ah, da kommt er. Der Krug. Hier, Menschlein. Ja, bitte. Ach so, weil er hinter mir steht. Komm, Häuptling vergessen, Menschlein nicht können gehen in Dorf wie Riese. Also, Krog, öffne den Weg für Menschlein.
Das ist sehr nett. Die teleportieren sich wahrscheinlich da rein. Ich kann das nicht. Jo, jetzt haben wir erstmal so ein lässiges Dance-Line hier, damit wir uns da reingrooven können, ne? Ja. Scheint nicht zu funktionieren, mein Freund. Menschlein nicht kann zuschauen. Achso. Menschlein gehen zurück. Ja, dann drehe ich mich um und guck weg. Ich stehe in Ordnung. Oh Mann, ich sag's euch. Das Spiel hat schon einen richtig coolen Charme. Nicht genug Menschlein, Augen schließen muss. Ja. Hab ja gesagt, ich drehe mich um und mach die Augen zu. Oder ich drehe mich um und schau weg. Jetzt dance er nochmal ab hier. Mhm. Da geht was, da geht was. Ja. Perfekt. Tür ist offen. Menschlein hat Augen offen. Ich hatte sie am Schluss offen, tut mir leid. Nein, das habe ich nicht. Die waren die ganze Zeit zu. Ich habe sie nie geschlossen. Ich habe alles gesehen. Ich habe sie am Schluss offen gehabt. Hm, okay. Grog trotzdem geschafft. Also ich schätze nicht so wichtig sein. Jetzt weiß ich, wo man reinkommt. Ganz offen jetzt. Menschlein, komm mit, Grog. Komm mit, Grog? Fragezeichen. Ja, Attacke, rein da. Ja, er läuft alleine los. Oh. Oh, das ist aber schönes Dörfli. Hab perfekt. Sehr nice. Da ist das Erdzeichen, das Wasserzeichen, das Feuerzeichen, oder? Dieses Haus Grog. Die haben alle eigenes Häuschen. Da hinten wo wahrscheinlich der Häuptling. Dieses Wasserriesenhaus.